Wir sind Stefan und Britta Lennart und zusammen sind wir als Lennart und Lennart Comedy Theater auf der Bühne. Wir spielen Theater, das heißt, wir erzählen eine Geschichte und wir schlüpfen in verschiedene Rollen hinein, aber wir durchbrechen auch immer wieder die vierte Wand zum Publikum. Das bedeutet, dass wir an die Rampe gehen und mit dem Publikum interagieren, so wie man das vom Comedy kennt. Aber bei uns ist es eben eine bunte Mischung und das bedeutet auch, dass wir sehr unterhaltsam sind. Und wir machen Musik. Ich spiele Gitarre und genau. Britta singt. Richtig. Wenn ich Gutes tue, wird Dopamin in meinem Köpfchen ausgestreut. Wenn ich Gutes tue, erfüllt mich Glück und Zufriedenheit. Glück ist ich. Ihre Zahlen beruhen alle auf einer unrealistisch optimistischen Wachstumsprognose. Da spricht der Ökonom. 3,8%. Nee, im Leben 3,8%. Was ist das für eine Kette? Die hast du mir doch zum Hochzeitstag geschenkt. Richtig. Uli, müssen wir reden. Kannst du das nicht ohne mich machen? Hier ist erstmal das Patchkabel, habe ich gelötet. Du kannst löten. Du kannst aufrecht gehen. Grüß Gott! Wir sind die Lindners, Lenny und Lisa Lindner. Wir sind Volksmusikanten. Und gute Freunde von den Silberwalds. Und wir freuen uns hier für Sie in Totos Tanzbude spielen zu dürfen. Ja. Und ich wäre das lebendige Entmythologisierungsprogramm gegen den Mythos der Jugendlichkeit. Und die Leute würden sagen, der Lennart, der hat's drauf. Ich liebe es, die Gedanken von Menschen zu lesen. Das ist eine Gabe. In Feingemacht geht's ums Thema Glück. Wir spielen jeder vier Personen, sind außerdem als Erzähler auf der Bühne zu sehen, so dass man insgesamt 10 Figuren sehen kann. Ja. 10 Figuren, die alle auf ihre Art und Weise ihr persönliches Glück suchen. Diese Figuren sind miteinander verbunden und wir als Erzähler können auch immer in das Geschehen eingreifen. Das heißt, wir lassen die mal stoppen, einfrieren und verändern das Geschehen. Und das hat uns sehr viel Freude gemacht bei der Entwicklung, die Macht des Erzählers auszunutzen. Und am Ende sind einige Figuren glücklicher, andere nicht. Wie im Leben. Jetzt überlegt er, ob er in seinem Leben etwas ändern sollte. Vielleicht mehr Obst und Gemüse essen? Oder weniger im Internet surfen? Haki beschließt von nun an, regelmäßig Sport zu treiben. Haki gibt seinen Entschluss wieder auf. Was steht da? Ich muss gerade mal mich ein bisschen einlesen. Fangen wir nochmal an. Dann kriegt ihr den Inhalt auch besser mit. Nochmal! Hat mich Hans angerufen an meinen 40. Geburtstag? Habe ich gedacht, jetzt ist der glücklichste Tag in meinem Leben. Nach Hochzeit. Gerd, ich gehe in den Oman. Zu Oma? Ach, grüß schön. Gut, über die Bekleidungsvorschriften müsste ich mich noch informieren. Vielleicht besorge ich mir eine hautenge Paillettenburka. Wenn die Sonne untergeht hinterm Berge und du mich zärtlich rufst, komm zu mir. Ja, dann schenke ich dir gern kleine Zwerge, weil du mir so gefällst und ich dir. Ja. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Sag mal, hat das Management sich gemeldet? Du meinst Mutter? Ja? Ja.
Ja. Ist Vergleich. Metapher wäre er isst Brot. Aber das macht doch jeder. Was macht jeder? Brot essen. Nein, nicht er isst Brot, er isst Brot, er isst Brot. Du bist Brot, weil du so... Hallo? Oh, Entschuldigung. Habe ich gedacht, Sie wären mein Oli. Sehen Sie von hinten genauso aus. Aber sind Sie nie? Nein, ich bin nicht. Ich bin Ihr Erzähler. Ho, 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 ho. Ja, könnt ihr das mal versuchen? Bin ich so glücklich. Hat sich gelohnt, Zeit bei Therapeut. Gut, war nicht billig. Therapeut sagt, wie geht es dir? 50 Euro. Wir lachen die Sorgen einfach aus und blasen die Trübsal aus dem Haus. Heute lassen wir den Frohsinn nur herein und wollen miteinander lustig sein, auch alle zusammen. Wir lachen die Sorgen einfach aus und blasen die Trübsal aus dem Haus. Ho, ho, ho. Heute lassen wir den Frohsinn nur herein und wollen miteinander lustig sein. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Bezaubernd. Dankeschön. Wir sind glücklich. Oh, Gerd, ich bin so froh. Britta, Britta, du hast den falschen Text gelernt. Das ist mein Text. Ja, eben. Der geht ja gar nicht. Der ist ja viel zu kitschig. Wir hatten uns auf meinen Text geeinigt. Aber ich will ein Happy End. Britta, wir machen hier ein Stück über Glück. Und Glück ist nicht gleich Happy End. Da gibt es auch mal Auseinandersetzungen. Dann bist du gerade wohl sehr glücklich. Ja. Ja, das bin ich. Und jetzt spiel bitte schön meinen Text. Denkst du an die Dunstabzugshaube, die du gestern montiert hast? Die funktioniert. Nein. Die funktioniert. Nein. Sie bläst, aber sie saugt nicht.